Sheriff Tiraspol schockt die Königlichen in der Champions League, eine Legende kehrt dem Boxsport den Rücken zu und Marcel Hirscher verrät seine Zukunftspläne. Das sind Ihre Themen und damit herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio. Und wir starten mit Fußball und den gestrigen Spielen in der Königsklasse. Allen voran mit der Überraschung des Abends, Sheriff Tiraspol. Der moldawische Vertreter mischt derzeit in der Champions League auf und auch gegen den Rekordchampion gehen die Newcomer im europäischen Oberhaus als Sieger vom Feld. Im Auswärtsspiel gegen Real Madrid geht Tiraspol nach 25 Minuten durch Jakši Boev in Führung. Mit dem Ausgleichstreffer durch einen Elfer von Karim Benzema glauben jedoch viele an die Wende. Aber Sheriff hat noch eine Antwort parat. Der Luxemburger Sebastien Fill setzt mit einem Prachtschuss den Schlusspunkt zum 1:2. Im Spitzenspiel zwischen PSG und Manchester City setzen sich die Hausherren durch, die sich somit für das Halbfinal aus der Vorsaison revanchieren können. Idrissa Gueye bringt die Pariser früh in Führung. Im zweiten Abschnitt folgt dann der große Auftritt von Lionel Messi. Der Argentinier erzielt seinen ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Arbeitgeber. Und das ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Trainer und Wegbegleiter Pep Guardiola. Damit führt PSG in der Tabelle vor dem FC Brügge, der überraschend in Leipzig mit 1:2 gewinnen konnte. Red Bull Salzburg bestreitet erst heute Abend das zweite Gruppenspiel zu Hause gegen den letztjährigen Meister OSC Lille. Die Franzosen bewegen sich laut Zlatko Junuzovic auf Augenhöhe mit den Bullen. Aber auch Trainer Matthias Jeißle hat den aktuellen Neunten der Ligue 1 genauer unter die Lupe genommen. Es ist zunächst mal so, dass sie im Sommer auch einen großen Umbruch hatten, sowohl einige Spieler verloren hatten, aber auch ein neuer Trainer wurde im Sommer dazu geholt und von dem her hat der natürlich auch seine eigene Note reingebracht. Sie bleiben beim 4-4-2, zumindest so wie wir sie jetzt analysiert haben und bringen durchaus aber auch mit Ball nochmal neue Muster mit. Ich glaube, der Umbruch war einfach der Grund, warum es am Anfang der Saison nicht so lief. Aber wie Sie sicher wissen, die letzten zwei Ligaspiele haben sie wieder erfolgreich bestreiten können. Von dem her ist die Tendenz ganz klar auf die positive Seite gerichtet. Und so werden sie sicherlich auch mit einer breiten Brust morgen hier ins Spiel gehen. An Selbstvertrauen sollte es beim österreichischen Serienmeister jedenfalls nicht mangeln. In der Bundesliga sind die Salzburger ohne Punktverlust und auch Maxi Wöber könnte nach Oberschenkelproblemen auch wieder im Kader stehen. Daumendrücken ist jedenfalls angesagt. Ab 21 Uhr geht's los in Waldsitzenheim. Im Boxsport müssen wir Abschied nehmen von einer absoluten Legende. Der Philippiner Manny Pacquiao hat heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Dem 42-Jährigen fällt der Abschied schwer, da der Sport für ihn Leidenschaft bedeutet hat. Die Zukunft von Pacquiao ist aber geklärt. Er hat vor knapp zwei Wochen angekündigt, als Nachfolger für das Präsidentenamt in seinem Land kandidieren zu wollen. Immerhin kann er auch da seine Kämpferqualitäten unter Beweis stellen. Und eines ist auch schon vor der Wahl klar: Pacquiao ist in seiner Heimat ein Volksheld. Sportlich gesehen blickt er zuletzt auf eine Niederlage im August zurück. Damals verlor er nach zwei Jahren wieder einmal einen Boxkampf. Insgesamt kann sich die Bilanz in seiner Karriere aber durchaus sehen lassen. In 71 Kämpfen ist er nur 10-mal als Verlierer aus dem Ring gestiegen. Außerdem war er in 8 verschiedenen Gewichtsklassen Boxweltmeister. Ab sofort muss er aber seine politischen Kontrahenten verbal ausnocken. Bereits vor zwei Jahren hat sich ein anderer Top-Sportler aus seiner Sportart zurückgezogen, Marcel Hirscher. Der 8-fache Gesamtweltcup-Sieger ist aber auch nach seiner aktiven Karriere umtriebig und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. So auch heute, wo er seine Zukunftspläne verrät. Es ist so wunderbar, ich habe jetzt schon zwei Jahre Zeit gehabt, um wirklich nachzudenken, ja, wo geht die Reise hin für mich? Und es ist kaum zu glauben, aber dennoch, das Feuer für Skisport, für Rennsport, aber auch abseits der Pisten, für Freeride, für Touring, ist einfach wirklich riesengroß und die Leidenschaft, sie brennt in mir und sie ist echt da. Ich kann es nur wiedergeben, ich bin Skifahrer und das war ja immer und das wird ja immer bleiben. Ja. Diese Ski werden Weltcuprennen gewinnen und ich glaube, das erklärt sehr vieles, warum wir heute da stehen. Ich glaube, ich war einer der wenigen, die das Wort Setup so überstrapaziert haben. Equipment, Material, Materialien. Also es ist die Null-Kompromiss-Lösung, was die Materialien betrifft. Also es
ist das Höchste, die besten und die robustesten Materialien zu verwenden, um für den Kunden, für den absoluten Skifahrer das spürbar zu machen, was ich jahrelang gespürt habe. Eigentlich ist die Vision Weltcup-Ski für jedermann. Also für mich war es so wichtig, ein Produkt zu kreieren, das beim Design beginnt, mit der Namensgebung. Der Name Van Dir, holländisch Van heißt von, Dir im Englischen ist der Hirsch. Jeder kann es jetzt über Deutsch, auf Deutsch übersetzen und weiß, worum es geht. Ich glaube, es ist eine coole Message. Wir sind sehr, sehr stolz drauf. Es ist das Design sehr dezent, sehr reduziert, glaube ich, sehr unkonventionell für Rennski. Es geht um das Innenleben. Es geht nicht um Visible Technology, es geht um das, was drinnen ist. Handmade in Österreich, Hände, die das produzieren, in Perfektion eigentlich. Damit kommen wir noch einmal zurück zum Ballsport, denn bereits in 3 Wochen startet die neue NBA-Saison und im Vorfeld ändert Lakers-Superstar LeBron James seine Meinung über die Corona-Impfung. Mittlerweile hat er sich gegen das Coronavirus impfen lassen, denn nach gründlichen Recherchen hat er für sich und seine Familie und Freunde die Entscheidung getroffen. Vor allem könnte sich die Lage für ungeimpfte Spieler in der besten Basketballliga der Welt zuspitzen. Laut eines Online-Berichts könnte es in der kommenden Saison zu drastischen Einschränkungen kommen. Ungeimpfte müssen sich demnach täglich testen lassen, wenn sie am Training teilnehmen wollen. Hinzu kommt, dass sie nicht zur selben Zeit den gleichen Raum betreten dürfen, wenn gegessen wird. Und auch in der Umkleidekabine muss eine große Entfernung eingehalten werden. Sportlich gesehen startet die NBA in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober mit der Begegnung zwischen dem amtierenden Meister aus Milwaukee und dem Brooklyn Nets. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des Tages. Wenn Sie unsere Salzburger Live mitverfolgen wollen, dann tun Sie das im Krone.at Live-Ticker. Einen feinen Abend und bis morgen.